herzlich willkommen zum Vlog nach den Feiertagen. Ja, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden und habt ein schönes Fest mit euren Familien gehabt. Ja, wir haben jetzt aktuell bei mir Heiligabend, also ich kann auch nicht sagen, ob es gut war oder nicht. Wird man sehen. Falls ich im Moment etwas gestresst aussehe, es liegt schon wieder dran, der Willi, ich habe 5 Minuten oben im Stadl verbracht, haben oben mal Stroh runtergehaut und mal Heu runtergehaut. Ja, und in die 5 Minuten ist er schon wieder stiften gegangen. Und jetzt hört der Herr wieder nicht. Ich drehe dem Köder irgendwann den Krumm rum. Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber langsam nervt's. Wir machen, das wird besser. Da hört er mal, hört er 2, 3 doch hintereinander optimal. Da läuft er nicht davor, da bleibt er brav da. Und dann fahren doch auf den anderen, wie wenn er einen Schalter umlegt. Muss man aber ganz ehrlich dazu sagen, die Nachbarn sind teilweise mit Schuld. Weil sie dem Hund dann, ja, wascht und Zeug füttern. Also das macht man normalerweise dann auch nicht. Aber da gibt es halt wirklich Idioten, die das machen. Und da bin ich eigentlich überhaupt nicht begeistert davon. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Jetzt habe ich ihn schon ein paar Mal gerufen, habe gesucht. Gefunden habe ich ihn nicht. Naja, mal abwarten, der wird schon wieder kommen, hoffe ich. Mein Futter hat er eigentlich gehabt, also von daher Hunger dürfte er jetzt keinen haben. Und sei Reili ist ja da. Der muss immer stiften gehen. Und dann wundert er sich, wenn er wieder an der Leine hängt, wenn ich dann wieder anhänge. Ja, da ist aber dann auch selber schuld, ganz ehrlich. Naja, nichtsdestotrotz. Ich mache jetzt hier auf alle Fälle mal Heu und Stroh auffüllen. Das habe ich ja gesagt, das wollte ich noch machen. Im letzten Video habe ich gesagt, das mache ich dann halt an Weihnachten. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe mir den Kipper aufgefüllt. Und meine kleine K15 steht da wieder dahinter. Wenn ich drin hinten ist gemacht, den hat mal vorher ausgetauscht. Und ja, schauen wir mal, wie die Kiste jetzt dann läuft. Und wie er jetzt dann startet. Ich glaube, das haben wir im letzten Video gar nicht gemacht. Oder haben wir es gemacht? Keine Ahnung. Legen wir mal los. Vorne mal Heu und Stroh auf, dass das dann auch erledigt ist.
Vertrauen ist gut, ein Gang drin ist besser. Man muss ja nichts verscherzen. Oi, oi, jetzt wird's ungemütlich. Jetzt aber schnell den Bulldog verräumen, es fängt das Pissen an. Gerade rechtzeitig abgeladen. Schauen wir mal, was wir das Ding reinbringen. So, der Kram ist wieder aufgerammt, die Kippe ist wieder aufgerammt. Ja, es pisst. Wie immer. Naja, so ist es halt. Schöner Ring. Ja, im Sommer hätten wir ihn auch mal gebraucht.
Ist ja nicht, guck mal, gut, ich will mich nicht beklagen, so schlimm war das ja nicht. 2018 war härter, aber. Ja, weißer Weihnachten wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Aber gut. Egal. Wir müssen es nehmen, wie es kommt, ne? Auf jeden Fall schön nass. Ja, Heu und Stroh habe ich aufgefüllt. Ganz voll ist es nicht, da geht normalerweise noch mehr rein. Andererseits bin ich froh, dass ich jetzt nicht so viel gehabt habe. Weil dann wäre das Zeug alles nass gewesen. Ich habe das jetzt den letzten Beinen genau rein, bevor es das Regen angefangen hat. Alles schön drucken. Hat schön gepasst. Ja, auf jeden Fall top. Da habe ich wieder genug. Das langt mir über die Feier durch, das langt mir bis ins neue Jahr. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Futtertechnisch habe ich dann auch noch was ich ihnen geben kann. Also von daher null Problem. Da komme ich gut hin. Ja, jetzt kehre ich hier noch ein wenig zusammen, weil so mag ich das nicht, wenn es ausschaut. Da liegt überall das Gekrümel rum. Ich möchte es immer ein wenig sauber haben. Und dann versorge ich sie gleich gar fertig. Und dann machen wir Feierabend hier hinten. Schweine habe ich heute schon fertig. Die Hühner habe ich heute schon fertig. Und bei meiner Gasen, beim Esel und beim Pferd bin ich dann heute auch gleich fertig. Schaue ich heute Abend noch mal rein. Dann kriege ich nur ein Schäuferl haben. Und dann ist gut. Ja, Döner treiben, dass ich schwöre. Gut, ich gehe mal zusammen, vielleicht sehen wir uns dann gleich nochmal. Sedele, dann ist da hinten auch schon besser. Ja, versagt sind sie, ich habe ihnen jetzt das lose Zeug vom Kippern reingeschmissen, was halt, wenn es dann Ballen von oben runterschmeißt, immer so ein bisschen abplatzt von den Ballen. Und ja, das ist halt ein bisschen heulastig. Ja, da mag der eine oder andere jetzt sagen, das hätte bloß als Futter nehmen können. Es ist Weihnachten, da kann man ihnen das auch reinhauen. So knausrig müssen wir nicht sagen. Das wird jetzt mehr mit Heu eingestreut. Stroh ist ja auch mit drin, sieht man da hinten. Ist ganz frischer Strohschicht drunter. Aber sonst halt gut Heu. Die lassen sich schmecken. Ich bringe ihnen dann noch schön ihr Futter. Ein wenig Bananen und so mit den Hucker, was gar nicht, Kartoffeln waren noch mit drin. Ja. Und heute Abend dann noch ein Schäuferl haben dazu. Und dann haben die auch Weihnachten. Ich sage, den Stall habe ich gestern schön ausgemistet. Das war mir wichtig, wollte ich machen. Die Spinnenweben so gut wie möglich einmal wieder weggemacht. Das darf man ihnen auch einmal machen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich nur welche Weihnachten gemacht habe mit den Spinnenweben. Ich mache das unter dem Jahr auch, aber zu Weihnachten kann man ihnen doch auch einmal was gönnen. Weil untereinander, wir Menschen beschenken uns ja, oder auch nicht. Also wir machen es mittlerweile nicht mehr, weil wir sagen, das ist ja Quatsch, du hast unter dem Jahr alles, aber die Viecher selber kann man ja auch mal was Gutes tun, die freuen sich auch. Gell, Maggie? Nee. Ja. Das genießen die auch. Und deswegen mache ich das, weil die können sich alleine nichts holen. Die sind auf uns angewiesen, ist so. Und ich bin eigentlich immer so, ich schaue, dass die zuerst haben und dann ich. Das ist einfach so. Es mag Leute gehen, die das nicht verstehen, aber bei mir gehen die Viecher vor. Und ja, zu Weihnachten, wie gesagt, dürfen die auch was Frisches haben. Wie die Schweine haben einen frischen Stall, die Hühner haben einen frischen Stall. Das gehört sich für mich einfach. Mag Leute geben, die das nicht so sehen, die sagen, wir machen das ganz normal Weihnachten, das ist auch bloß ein ganz normaler Doof, aber man kann an Weihnachten auch die Viecher was können. So ist meine Meinung. Die müsst ihr nicht vertreten, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Die freuen sich, ich freue mich. Gut so. Gut, ja, dann wollen wir jetzt mal schauen, dass wir uns noch einen Plastiksack holen. Ich sammle ja da immer so einen alten Getrasock, die ganzen Schnür vor die ganzen Ballen. Das ist ja so Plastikhorn. Und ja, da habe ich das gleich in einen Plastiksack rein. Dann ist das auch mal ausgeleert. Das mache ich auch unten bei den Schweinen gleich noch mit. Das sammle ich auch immer in dem Korb, der oben an der Decken hängt. Und das wird auch alle in der heiligen Zeit quasi einmal gemacht. Wenn es halt voll ist. Und dann passt das auch. Ja, und dann geht es wieder neu, weil wie gesagt, jetzt regnet es sowieso. Und an Weihnachten muss man nicht wie ein Blöder rumrennen und was da irgendwas machen. Komm mal, mal mit genießen und die Zeit mit genießen. Und du musst mal Jacken und mal Hose nicht fressen. Du durchschaust wieder, hä? Wir morgen lang, wenn es blitzt, gell? Komiker. Ach, Maggie. Nicht wundern, der war schon immer so schreckhaft. Da kommt der immer her. Dann knabbert er immer an einen rum und wenn man ihn anlangen will, dann hupft er wieder auf Zeiten. Der war schon immer, wie wir ihn schon gekriegt haben, war der so ein alter Schisser. Keine Ahnung. Kasper.
Den bezahlen ja immer. Die zwei sind auch unser drin wohl. Ich sag, er weiß nicht was und er immer, wie gesagt, die ist mit den Gasen aufgewachsen. Das war vielleicht ein Fehler. Wir haben sie mit 6 Monaten gekriegt als Fohlen. Und die ist zu den Zwergziegen dazugekommen. Ja, und die war ein oder zwei Jahre lang über die Zwergziegen. Und die machen selber Sisa Zweiggas. Die kommt mit einem anderen Esel nicht aus, die kommt mit am Eselhengst genauso wenig wie mit einer Eselstuten aus. Aber mit dem Gandhi funktioniert es, weil der ist schließlich kein Esel. Der ist ja halt ein übergroßer Gas quasi. Und mit den Gasen sowieso. Ja, ich muss, wenn ich es irgendwann einmal schaffe, muss ich einmal ein Video davor machen, wenn die mit den Gasen spült, weil das, wer es nicht gesehen hat, der glaubt das nicht. Die stößt mit ihrem Kopf genauso wie die Gasen halt mit den Hörnern und das macht ihn mit den Gasen zusammen. Also es ist. Aber es passt schon. So wie es ist er. Geh immer. 21. Jo. Bist du in deiner besten Jahr, geh immer. Bist du feiner. Immer. Ja. Ja, ich suche ein Wesentlich, Kind. So ist es halt. Gut, jetzt tue ich noch was, sonst war ich nicht fertig. Ja Leute, wir haben mittlerweile den zweiten Weihnachtsfeiertag und damit auch Donnerstag. Wisst ihr ja selber. Ja, Weihnachten haben wir ganz gut überstanden. Ich hoffe ihr auch. Also Geschenke, wie gesagt, gab es bei uns jetzt nicht weiter, haben wir nicht gemacht. Machen wir eigentlich schon einige Jahre nicht mehr, weil wir sagen, wozu? Man hat unter dem Jahr so viel Zeug. Wichtiger ist, dass man mal als Familie zusammenkommt. Und ja, deswegen gehe ich jetzt dann aber dann auch in die Wohnung. Weil mein Bruder ist mit seiner Freundin auch da. Das heißt, die ganze Familie ist immer wieder komplett. Wir sind immer wieder alle da. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Ich habe ja, wie ihr wisst, zwei jüngere Brüder und eine jüngere Schwester. Ja, und dann. Wenn die da sind, dann rennt man da nicht überall durch die Weltgeschichte oder macht irgendwas. Ja, also wer jetzt drauf wartet, dass wir jetzt noch großartig irgendwelche Aktionen oder so machen und mit dem Bulldog rumfahren, natürlich nicht. Ja, wie gesagt, es ist Weihnachten und da passiert nicht so viel. Ich bin jetzt gerade hier in dem Pferdestall. Die haben noch einmal eine schöne frische Einstreu gekriegt. Ist absolut doppelt. Geht wunderbar dahin. Die Lore ist immer noch frei. Das finde ich einfach genial. Wenn man rausguckt, der Ofenstall ist auch noch relativ sauber, die Lore ist leer. Ja, und weil ich darauf angesprochen worden bin, warum ich es nicht mit dem Kipper verfahre, wäre doch einfacher. Ja, Kipper wäre freilich einfacher, aber ich muss das Zeug erst einmal auf den Kipper draufkriegen. Das ist umständlich, weil der ist relativ hoch und ich gabel es ja mit Handen auf. Dann wird jemand kommen und sagen, stell doch den Radlader draußen noch. Ja, könnte ich schon machen, ist aber genauso bescheuert. Und das nächste ist, ich sammle ja auf der Lore immer eine ganze Zeit lang meinen Mist, bevor ich den dann verfahre. Es ist ja nicht so, dass ich jede Woche hier Mist verfahre. Sondern es ist tatsächlich so, seit wir die Hanna nicht mehr haben, ich verfahre einmal im Monat meinen Mist. Mehr ist es nicht. Und wenn ich das jetzt alles auf den Kipper sammeln tät, ich meine, der hat einen Stahlboden unten drin, aber könnt ihr euch ja vorstellen, was der Stahlboden dann irgendwann macht. Der gammelt mir zusammen. Das nächste ist, wenn ich mit dem Kipper verfahre, dann muss ich den Kipper danach aber wieder gründlich waschen, was mich wieder Zeit und Wasser kostet. Gute Zeitfaktor, den habe ich so oder so, auch wenn ich es verfahre. Aber ja, ich sage mal so, es ist einfacher. Mag Leute geben, die verstehen das nicht, das ist mir klar, ist aber auch egal. Ja, wie gesagt, das sollte ja hoffentlich irgendwann jetzt im neuen Jahr dann nochmal ändern. Und dann wird sich das auch mal erledigt haben. Ja, gut, bei meinen Schweinchen unten war ich schon, da bin ich schon fertig. Hier bei den Pferden bin ich jetzt dann auch durch. Und das ist auch schon im Stall. Passt also auch. Machen wir da wieder zu. Ja, das ist jedenfalls fertig.
Futter noch ein wenig. Ja, das Schlamm noch da, das muss dringend weg. Ich hoffe, dass das Jahr irgendwann einmal klappt dann. Kommendes Jahr. Der Bagger war halt wieder so lang weg. Ich wollte eigentlich hier hinten schon lange mal plätteln, da oben die Stelle. Die ist auch als landwirtschaftliche Nutzfläche herausgenommen. Das muss man ja machen, weil wo Betonplatten liegen, also solche wie im Außenstall, da ist natürlich keine landwirtschaftliche Nutzfläche mehr. Und ja, das ist eigentlich schon lange herausgenommen. Aber trotzdem, ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu machen. Es wird einmal Zeit. Da sollen, wie gesagt, dann auch mit Platten noch, dass der Offenstall ein wenig größer war. Das soll eine Drainage rein. Die Drainage soll dann nochmal später hier runtergehen. Und da in der Rinne enden. Da haben wir ja einen Kanal dahin, wo der Eimer liegt. Und da soll das Wasser dann abfließen können, was von oben vom Hang kommt. Und die Platten dann. Ist der Schlamm noch einmal weg? So ist zumindest der Plan. Wollte ich eigentlich schon vor 2 Jahren machen, aber der Bagger weg den ganzen Sommer. Dann kam er wieder, bis das Regen angefangen hat. Bei Regen macht das keinen Spaß, weil ihr seht ja, wie es ausschaut. Das kostet auch nicht ein iPhone, nicht einmal mit dem Bagger. Ja, das Jahr wollte ich es machen, wo der Bagger wieder vermietet. Wieder ewig weg gewesen und ich brauche nur schätzungsweise mal eine Woche, da werde ich eine Woche Urlaub nehmen müssen, ausbaggern. Drainagen einlegen. Mit Kies auffüllen oder Split auffüllen und dann oben drüber die Platten drauflegen. Ist ein bisschen Aufwand, aber gut, das gehört halt immer gemacht. Aber wie gesagt, es dauert und dauert und dauert und es geht einfach nicht voran. Ja, mal gucken. Neues Jahr, neues Glück, vielleicht klappt es 2020 endlich. Alle guten Dinge sind 3. Ersten Anlauf, zweiten Anlauf, beim dritten Anlauf kann es dann nur klappen. Ja, schon wieder viel gelabert. Im letzten Video bin ich gefragt worden, ob das hier ein Hanomag ist, der steht. Ja, hier steht der Hanomag und hier steht der Fortschritt. Den Fortschritt habe ich schon mal gezeigt. Und den Hanomag auch. Fortschritt Geräteträger, RS09. Und das ist ein 300er Hanomag. Ja, die sollten eigentlich alle 2 nur zum TÜV machen hierher. Beim Hanomag sollten neue Einspritzdüsen rein. Die sollten mein Vater halt schnell mit einbauen. Das ist ja kein großer Akt, Einspritzdüsen einbauen. Und sollte den dann quasi wieder TÜV fertig machen soweit. Das hat aber nicht funktioniert. Also der Motor ist fertig. Da braucht der Besitzer einen neuen Motor und das wird kostspielig, die ganze Sache. Also so ca. 5.000-6.000 Euro wird er reinstecken müssen. Der Motor ist komplett kaputt. Da ist was dran zu machen. Und das ist nicht ohne. Also das, was zu machen ist, teuer. Ja, beim RS09 habe ich gesagt, der hat ein Getriebeproblem. Haben sie eigentlich gedacht, naja, ein bisschen am Schalthebel, dann ist vielleicht nur der Gang verhakt. Nee, der hat keinen Vortrieb mehr. Du legst den Gang ein, das funktioniert, aber das Ding bewegt sich keinen Meter. Das ist die Hohlwelle kaputt, die Hauptwelle quasi, die von vorne kommt. Oder besser gesagt vom Motor dann kommt und ins Getriebe geht für die Achse. Da ist diese Hohlwelle ist kaputt. Und ja, der fährt natürlich dann auch keinen Meter, ne? Ja, da braucht er auch ein neues Teil. Also stehen jetzt im Endeffekt die 2 Dinge da. Die kann er dann demnächst einmal wieder abholen. Da warten wir eigentlich drauf. Mehr oder minder. Oder keine Ahnung, was er ausgemacht hat. Was weiß ich. Das ist nicht meine Baustelle. Aber das sind die 2 Dinge. Also, ja. Alles 2 zum Reparieren, Restaurieren. Keine Ahnung. Nicht meine Baustelle. Keine Ahnung, wie sie das handhaben. Ich glaube, da wollte er über die Erbe drin haben. Was weiß ich. So, und jetzt schauen wir mal, ob die Quietschi noch kommen. Also unsere zwei Gänse, Akka und Gunnar. Ha, die warten schon. Dann sperren wir die nämlich gleich mit ein. Grüß Gott. Das geht ja sogar genug. Du nicht wieder. Was denn? Ja, ja. Zack.
die beiden machen wir da gleich zu. Auf frische Wasser muss dann mein Bruder noch eine Stunde bringen. Und dann sind die soweit auch fertig. Ja, vielleicht mache ich es noch. Vielleicht bin ich nochmal so liebensgewürzig und bringe dann noch ein frisches Wasser. Was denn? Gunnar, alter Faucher. Ja, das sind ja die Mutter ihrer Liebling, die zwar. Kommt dann nochmal zum Fressen. Ja. Dann haben die auch was gekriegt. So, die Bitschi habe ich vorhin dann noch ein Wasser gebracht. Da sind wir dann soweit fertig. Das war dann ein wenig entspannter allgemein. Muss keine mehr raus. Hat gepasst. Ich meine, das kann man ja auch immer machen. ja, wir hatten jetzt gerade noch Abendessen. Alle zusammen. Und ja, jetzt ist dann Feierabend. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26.12. auch überstanden. Hat geklappt. Passt soweit. Ja, viele haben mir ja schon einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht und schöne Weihnachten. Also für die schöne Weihnachten auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Für einen guten Rutsch auch. Ich habe es noch nicht gemacht, den guten Rutsch gewünscht, weil ich am 31.12., das ist ja nächste Woche Dienstag quasi, noch einmal ganz normaler Video rausbringen werde. Was heißt ganz normal? Ich denke mal, ich werde jetzt ein wenig Ehre rausbringen, auch wieder so auf 12 rum. Später ist doch nicht unbedingt so ganz so praktisch, falls dann jemand noch auf irgendwelche Silvesterfeiern oder so geht. Deswegen lieber ein bisschen eher. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Ja, wie gesagt, Weihnachten gut verbracht. An Weihnachten gab es bei uns wieder schlesische geräucherte Bratwürste aus dem Wasser raus, also im Sud gemacht quasi. Das ist eine Menge Spezialität, das haben wir von der Oma. Das sind Wascht, ähnlich wie polnischer Wascht, also ruder, grober, plus die sind geschmacklich von der ganzen Gewürzmischung und dem ganz anders wie die polnischen, viel feiner, viel besser, und die jetzt wieder zu Weihnachten geben. Ja, ansonsten die Feiertage halt, Reste essen, ein wenig, einen Äpfelsalat zu geben aus St. Galle und Gala Kartoffeln. Ja, damit ist, wie gesagt, Weihnachten dann 2019 auch vorbei. Also die letzten Stunden quasi vom Weihnachtsfest. Und jetzt rückt ganz nah der Jahreswechsel. Geht ja jetzt dann mit großen Schritten drauf zu. 2019, 2020 ist ja nächste Woche dann. Am Mittwoch ist ja dann Neujahr. Ja, auf jeden Fall. Ich sage jetzt auch schon mal im Voraus noch einen guten Rutsch an alle. Gebe aber hier an der Stelle nochmal bekannt, also es kommt noch ein Video am Dienstag nächste Woche. Also keine Angst, kommt natürlich. Gut, ja, gibt es ansonsten noch was in dem Video zu sagen? Ja, der Kram ist soweit fertig, also Zapfwellendichtung hinten ist wieder gemacht. Und, Entschuldigung, der Schaulochdeckel ist bislang auch dicht. Habe ich auch noch nichts festgestellt. Soweit, so gut. Ja, eine kleine Sache wollte ich da noch ansprechen, habe ich mir gedacht. Und zwar, das letzte Video kam ja jetzt am Dienstag, 24.12. um 12 Uhr Mittag. Ja, und eigentlich, ich hab gehofft, ich meine, ich kann mir vorstellen, warum. Weil erstens einmal, ich habe jetzt länger nichts gebracht gehabt, deswegen waren nicht ganz so viele Leute eingeschaltet haben. Gut, es ist auch Weihnachten, da waren viele Leute nicht geguckt haben. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es fast ein bisschen enttäuschend. Das Video hat relativ wenig Aufrufe. Jetzt waren wir vorhin bei, ich habe geguckt, 1700 Aufrufe. Ja, und heute ist der 26. Ist ein bisschen, ja, enttäuschend, ein bisschen schade, gebe ich zu. Ich führe es mal da darauf zurück, erstens einmal wegen die Feiertage, zweitens einmal, weil ich auch zwei Wochen nicht da war und mich quasi nicht gemeldet hatte. Aber ist doch ein wenig schade bei über 5000 Abonnenten, dass so wenig Aufrufe sind. Da hofft man natürlich immer, dass es doch ein wenig mehr sind, gebe ich ja zu, also das wär schon schön. Aber was ich an der Stelle mal machen wollte, ich wollte einfach mal fragen, habt ihr vielleicht irgendwelche Verbesserungsvorschläge für die Videos?
Gibt's irgendwas, was da mal wieder sehen wollt oder wo der sagt, das möchte er sehen? Also vom Mistverfahren wird nichts kommen, weil wie gesagt, ich bringe den ja nicht mehr auf meinen Haufen, sondern zu einem Bekannten. Und da filme ich nicht, weil er das nicht möchte. Aber gibt's vielleicht irgendwas anderes, was euch auch mal interessieren würde, was ihr wieder gucken wolltet? Oder fällt euch irgendwas vielleicht nicht? Dass da irgendwo, weiß ich ja nicht, einfach mal so in die Runden gefragt. Die mich einfach mal interessieren, dass ich wieder auf dem Laufenden bin. Ich meine, ich mache die Videos ja jetzt mittlerweile schon seit 2 Jahren, wenn es jetzt. Und so kann sicher sein, dass sich irgendwas geändert hat. Ich meine, das ist jetzt das 189. Video, glaube ich. Also wir nähern uns ja die 200 Videos mittlerweile. Und ja, wäre schon schön, ob da irgendjemand noch was hat. Ob da irgendjemand sagt, das ist nicht so toll oder so. Sagt's einfach. Gut, ansonsten, das wird es jetzt dann für das Video gewesen sein. Jetzt will ich nicht ewig weiterlabern. Ich wünsche euch jetzt was, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Servus!